Möglicherweise könnte er ja einen Posten irgendwann übernehmen bei einem Club, über den wir jetzt ausführlich reden wollen, Bayer Leverkusen. Das hat einen Grund, denn dieser Club hat einen wirklich geilen Trainer. Bayer Leverkusen. Alles war angerichtet. Leverkusen und das große Ziel, den Titelfluch zu brechen. Doch die Werkself scheitert auf bittere Art und Weise im Halbfinale der Europa League. Trotz 23:1 Torschüssen und einer drückenden Überlegenheit gegen die AS Rom. Ich feel bad, ne? Feel bad für die Spieler, für die Fans. Wir hatten eine große Excitement, ein Finale zu erreichen. Vor 30 Jahren holt Bayern mit dem DFB-Pokal letztmals einen Titel. Die Durststrecke international geht sogar zurück bis zum UEFA-Cup-Triumph 1988. Seitdem die große Sehnsucht nach der Silberware. Mit teilweise tragischen Ausmaßen. Im Jahr 2000 der historische Meister-K.O. am letzten Spieltag in Unterhaching durch ein Eigentor von Michael Ballack. 2 Jahre später verspielt die Werkself sogar 3 Titel auf einen Schlag. Vizemeister, Pleite im Pokalfinale und das verlorene Champions-League-Finale gegen Real Madrid mit einem zaubernden Zinedine Zidane. Der Begriff Vizekusen ist geboren und prägt das Bayer-Schicksal bis in die Gegenwart. Tja, über Vizekusen, aber in allererster Linie über Bayer Leverkusen wollen wir jetzt reden. Mit Simon Rolfes, Geschäftsführer Sport von eben Bayer Leverkusen. Wunderschönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen ins Studio. Herr Rolfes, jetzt konnten Sie 2, 3 Nächte, wie viel sind es genau, 3 Nächte drüber schlafen, was da am Donnerstagabend los war. Wie viel Puls haben Sie noch, wenn ich sage AS Rom? Ja, das mittlerweile besser als direkt nach dem Spiel, das ist ja keine Frage. Ärgerlich, dass das Spiel oder die beiden Spiele, muss ja sagen, dass die Emotionen danach auch ein bisschen intensiver waren. Natürlich eins bezüglich des Ausscheidens, wobei man da mal sagen muss, wir haben in 2 Spielen, wir haben Chancen gehabt, aber kein Tor gemacht und das AS Rom tief verteidigt und sozusagen da auch die italienische sozusagen Verteidigungskünste auspackt, das ist ja die eine Sache und völlig legitim. Was ja vor allem nach dem Spiel auch bitter war, war natürlich ein bisschen die Art und Weise des Spiels mit permanenten Unterbrechungen, Zeitspiel und vielleicht der eine sagt gezielte Unsportlichkeit, der andere mag es clever nennen, wie auch immer. Aber das hat natürlich den Puls noch ein bisschen länger hochgehalten, weil wir häufig bei den Verbänden, ich bin ja bei ECA im Football-Panel, DFL-Kommission, und da wird mittlerweile oder wird viel diskutiert über die Nettospielzeit, dass das einfach ein Grund ist, wieso manchmal auch Fans Fußball nicht schauen, weil es so viele Unterbrechungen gibt, weil so viel Zeit verloren geht während des Spiels. Und wir haben als Verein, gucken wir mal für bestimmte Auswertungen, wie viel Netto-Spielzeit oder wie viel Zeit ist wirklich der Ball im Spiel. Und das waren 43 Minuten von 101 Brutto-Spielzeit am Donnerstag. Und ich glaube, wenn einer ins Kino gehen würde oder ihr ins Kino gehen würdet und nach 4 Minuten Kinofilm bekommt 6 Minuten Werbung, dann geht da keiner mehr hin. Und ich glaube, das ist ein grundsätzliches Thema, was vielleicht eine Emotion ein bisschen hochgekommen ist, aber wo wir darauf achten müssen oder wo wir alles Anstrengungen unternehmen müssen. Auch in der Bundesliga, dass die Spielzeit sich einfach erhöht, dass der Torwart nicht 20, 30 Sekunden jedes Mal den Ball in der Hand hält, sondern nach 6 Sekunden wirklich auch das Spiel fortsetzt. Und dann, glaube ich, macht es den Fußball auch attraktiver. Und dann wird gekämpft und dann wird verteidigt und der eine verteidigt viel, der andere greift an, das ist alles okay. Simon, hinter den Provokationen der Spieler von AS Rom steckt natürlich ein kluger Kopf und das ist der Kopf von José Mourinho. Man hatte ja auch den Eindruck, dass er das immer wieder anfeuert und auch sein Auftreten nach dem Spiel war ja nicht gerade übermäßig fair. Wenn wir jetzt mal so unter uns sind, würdest du sagen, José Mourinho ist ein Arschlochtrainer? Na, ich würde das, was ich gerade schon gesagt habe, trennen. Also zum einen natürlich, dass seine Mannschaften häufig defensiv spielen. Das ist ja völlig legitim. Jeder hat seine Spielweise. Und versucht damit zum Erfolg zu kommen. Die andere Art und Weise ist natürlich mit permanenten Unterbrechungen und
das will kein Mensch sehen. Also es gibt ja auch Kommentare, die gesagt haben, auch als neutraler Fan ist das schwer zu ertragen, wenn ein Spiel überhaupt gar keinen Rhythmus findet, überhaupt gar keine Spielfortsetzung. Das hat aber nicht nur was mit Donnerstag zu tun, sondern das passiert ja auch in der Bundesliga grundsätzlich. Und das will ich von meiner Mannschaft nicht sehen, aber auch nicht als neutraler Zuschauer, wenn ich irgendwie anderen Spiele sehe. Und das war natürlich aus meiner Perspektive Donnerstag schwer zu ertragen, aber ich glaube auch von vielen. Herr Reufes, dann kommen wir mal vom Arschloch-Trainer zum Gentleman-Coach, nämlich Ihrem Trainer, Xabi Alonso. Der hat das Herz nicht nur der Bayer-Fans im Sturm erobert, sondern eigentlich der ganzen Bundesliga. Wahnsinnig sympathischer Auftritt. Und das ist ja nicht das Einzige. Er kann ja auch richtig was. Da stellt sich die Frage, wie lange wird er das denn noch bei Bayer Leverkusen tun? Ja, weiter. Er hat ja Vertrag bei uns. Auch im nächsten Jahr hat das ja auch gesagt, auch wenn es schon der Fußball ja so verrückt ist, dass nach ein paar Monaten er schon wieder die Frage gestellt bekommt, was jetzt im Sommer ist. Und das hat er ja klar gesagt, dass er seine Zukunft auch im nächsten Jahr, auch in der nächsten Saison bei uns sieht. Er hat Vertrag und von daher ist es alles in Ordnung, dass er einen natürlichen, aufgrund seiner Vita und aber auch seiner Qualität, die er als Trainer zeigen wird, dass er ein interessanter Trainer ist, ist keine Frage. Davon waren wir auch überzeugt, als wir ihn verpflichtet haben, obwohl er noch nicht, sag mal, die Erfahrung bislang als Trainer im Profifußball hatte. Und was ja auch kritisch gesehen wurde zur damaligen Konstellation, da waren wir davon überzeugt, dass er einfach die Qualität hat, eine Mannschaft zu führen und eine Mannschaft zu entwickeln. Und deswegen sind wir froh, dass er bei uns ist und das wird auch noch eine Zeit sein. Naja, da habe ich Zweifel. Ja, eine andere These, die ich jetzt. Ach, Walter, du hast eine andere These, okay? Ja, meine These lautet, und ich habe sie Oliver Kahn als Wette angeboten: Xabi Alonso wird der nächste Trainer des FC Bayern. Ich lasse mir mal offen, ob es in einem Jahr wird oder in zwei Jahren. Aber ich bin sicher, mit seiner Vita und vor allem mit den Erfolgen, die er in Leverkusen hat, dass er schon auf der Liste der Bayern steht für die nähere oder fernere Zukunft. Bei Bayern weiß man ja nicht, das geht mit den Trainerwechseln ja dieser Tage relativ schnell auf einmal. Also, hältst du dagegen? Ja, aber die Bayern haben ja jetzt erstmal einen Trainer, der auch sehr, sehr große Erfolge schon in seiner Vita hat. Also von daher. Hältst du dagegen, gegen meine These? Ach, keine Ahnung, was irgendwann mal in der Zukunft ist. Aber er ist Trainer bei uns, der Xabi ist Trainer bei uns, sehr glücklich bei uns. Und von daher habe ich da überhaupt gar keine Sorge oder irgendwas. Hat er eigentlich eine Bayern- oder wie auch immer geartete Ausstiegsklausel? Nein, hat keine Ausstiegsklausel. Nein, wir haben ihn damals in einer schwierigen Situation unter Vertrag genommen. Er hat eineinhalb Jahre Vertrag. Ich glaube, das war für die damalige Konstellation auch richtig. Und da brauchen wir auch keine Ausstiegsklausel. Welcher Faktor spielt eigentlich, wenn ein so erfolgreicher Spieler dann Trainer wird für Sie beim Thema Neuverpflichtung? Inwieweit ist Xabi Alonso da auch in den Gesprächen dann mit den Spielern involviert? Stichwort Granit Xhaka. Ich glaube ja schon, dass der ein oder andere Hochkaräter Lust hat, unter so einem Trainer zu arbeiten, der als Spieler unfassbare Erfolge gefeiert. Wie wichtig ist dieser Faktor, die Spielerkarriere Xabi Alonso, für die Verpflichtung von Bayer Leverkusen? Ja, ist natürlich ein Element. Also vom Grundsatz her ist es jetzt auch mit Xabi nicht anders, als es mit Gerardo Seoane war. Das ist natürlich der Verein, dass wir gucken, okay, welche Spieler gibt es, die wir gescoutet haben, welche Möglichkeiten gibt es, welche Profile wollen wir an sich in unserem Kader haben. Das natürlich auch immer wieder mit dem Trainer abstimmen. Und dann in den Gesprächen mit dem Spieler natürlich auch den Trainer involvieren, weil das eine ist, sag mal, die Ausrichtung des Clubs, was für einen Spieler wichtig ist, gerade wenn er auch für ein paar Jahre unterschreibt. Das andere ist natürlich auch kurzfristig, was hält der Trainer vom Spieler? Und natürlich nutzen wir da den Trainer, nutzen wir Xabi. Und da hat es natürlich einen Effekt, auch seine großartige Spielerkarriere. Und das natürlich auch ja, von ihm lernen wollen, von ihm lernen werden. Und auch spüren natürlich, dass er ein großes Verständnis vom Fußball hat und die Art Fußball auch vermitteln kann, weil das ist dann auch für den Spieler wichtig, passe ich da rein oder passe ich da nicht rein. Und von daher, natürlich ist er in allen Gesprächen dann am Ende involviert und bringt sich auch ein, um den Spieler zu überzeugen. Nun hat die Verpflichtung von Grimaldo in Lissabon nicht gerade für Begeisterung gesorgt.
Ausgerechnet der Ex-Trainer Schmidt hat jetzt Leverkusen kritisiert, das sei nicht clever gewesen. Und damit meint er nicht, Grimaldo zu holen, sondern ihn schon offiziell vorzustellen. Das hat dafür ziemlichen Unmut bei Benfica gesorgt. Wie ist deine Haltung dazu? Ja, ich habe gestern mit dem Roger auch noch geschrieben. Wir kennen uns ja gut. Und die Sache ist ja, es ist die ganze Zeit von unserer Seite ja nichts rausgekommen. Weder über die Verhandlungen noch über den Medizincheck etc. Und Alejandro schätzt Roger sehr, hat ihn dann an dem Sonntag informiert, danach auch den Verein informiert. Und dann war es ein paar Stunden später in der portugiesischen Presse. Also von daher, ich glaube, wenn Roger sagt, das war ein Fehler oder unclever, dann sind wir, glaube ich, nicht der richtige Adressat, wenn es schon so oder so überall in den Zeitungen steht. Ich glaube, dann können wir es auch veröffentlichen. Wie gesagt, vorher ist wochenlang oder monatelang auch nichts von unserer Seite irgendwie rausgekommen. Ich kann das verstehen, dass für ihn geht um die Meisterschaft. Ich habe ihm viel Glück gewünscht. Ich hoffe, dass er mit Alejandro heute zusammen gegen Sporting das sozusagen die Meisterschaft klar macht. Und dann ist es, glaube ich, auch in Ordnung. Das direkte Duell wird es ja wahrscheinlich aller Voraussicht nach in der nächsten Saison nicht geben. Das hat einen einfachen Grund. Bayer Leverkusen wird nicht in der Champions League spielen. Das hätte man mit dem Sieg in der Europa League lösen können. Aber über die Bundesliga wird das nichts mehr. Wahrscheinlich nur die Conference League. Können Sie dieser Saison eine Note jetzt schon geben? Jetzt, wo eigentlich die Saison ja quasi schon gelaufen ist. Heute noch im Einsatz, nächste Woche auch. Aber Schulnote für Ihr Bayer Leverkusen in dieser Saison. Nein, das ist, das werde ich heute noch nicht geben, weil es wirklich ja noch um internationalen Platz geht. Je nach Ausgang des Pokalfinals kann es Europa League sein, kann es Conference League sein. Und deswegen sind die Ziele, die wir verfolgen, natürlich international zu spielen, noch drin und müssen uns erholen. Und dann wird es ja im Saisonfazit ohne jetzt eine Note, aber mit Sicherheit eine extrem wechselhafte Saison mit einem ganz schwierigen Start, wo wir uns rausgekämpft haben. Wo wir auch jetzt mit dem Einzug ins Halbfinale im Club und drumherum, das hat man ja auch gesehen vorhin in den Bildern bei den Fans, eine unglaubliche Atmosphäre und auch ein Zusammenhalt, vielleicht gerade auch aus der schwierigen Zeit des Herbstes da entstanden ist. Und deswegen wird es positive Elemente dieser Saison geben, aber natürlich auch negative, die wir verbessern müssen und wo wir Schlussfolgerungen rausziehen werden. Aber eine Note gibt es wie immer erst am Ende und deswegen, wir haben noch zwei Spiele und ich hoffe, dass wir heute einen großen Schritt machen Richtung internationaler Wettbewerb. Meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, Simon Rolfes windet sich ein bisschen aus der Notenfrage raus. Aus einer kommt er nicht raus. Das ist die Stimmt-oder-Stuss-Frage. Nach einer kurzen Unterbrechung stellen wir ihm die und dann haben wir ihn in der Zange. Versprochen. Wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zurück zu der Lage der Liga bei Bild TV und bei uns immer noch zu Gast Simon Rolfes. Und wie angekündigt, kommt er nicht um die Stimmt- oder Stussfrage von Walter Maria Straten herum. So Simon, jetzt stimmt oder stusst eine These und du antwortest knapp auf folgende These. Xabi Alonso wird der erste Meistertrainer von Bayer 04 Leverkusen. Stimmt oder Stuss? Ach, ich glaube, die Frage habt ihr ja schon häufiger mal gestellt, aber Xabi ist ein großartiger Trainer. Von daher, mit Xabi holen wir den ersten Titel und das stimmt. Endlich mal ein Stimmt. Meistens kassieren wir nur Stuss. Grundsätzlich seit über 40 Jahren kassiert Walter Maria Straten jeden Tag nur Stuss. Jetzt endlich mal stimmt's. Wir freuen uns sehr. Allein deswegen hat sich Ihr Besuch schon gelohnt. Vielen lieben Dank, Simon Rolfes. Viel Erfolg für heute und einen schönen Sonntag. Alles klar. Danke gleichfalls. Bis dann.